Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Vortrag Fit für die Zukunft. Wünsche Ihnen einen traumhaften Tag und eine faszinierende Inkarnation. Wir leben in einer einzigartigen Zeit mit noch nie dagewesenen Veränderungen auf allen Ebenen des menschlichen Seins, technisch, sozial, politisch und wirtschaftlich. Das zum ersten Mal weltweit. Wir erleben gerade die Geburtswehen einer neuen Welt. Bevor die entstehen kann, muss sich die alte Welt auflösen. Aber innerhalb dieser sich auflösenden alten Welt und der entstehenden neuen Welt schafft sich jeder von ihnen seine Welt selbst. Es ist nicht so wichtig, was geschieht, sondern wie wir damit umgehen, was wir daraus machen. Und das entscheidet jeder in jedem Augenblick neu. Das ist die große Chance dieser Zeit, Ihre Chance zum Besseren. Die meisten Menschen sind ewig Wartende. Sie warten auf eine besondere Chance, ein besseres Leben, schönes Wetter, mehr Geld, Gesundheit, Erfolg, Glück oder 6 richtige im Lotto und die große Liebe. Aber sie vergessen das Säen. Ohne Saat aber erfolgt keine Ernte. Die meisten wissen nicht, dass sie nur zu wählen brauchen und sie könnten vom Leben alles haben. Aber weil sie das nicht wissen, wählen sie nicht. Und weil sie nicht wählen, das heißt säen, verursachen, geschieht es nicht. Und weil es nicht geschieht, glauben sie, dass es nicht geht. In Wirklichkeit aber ist alles jederzeit möglich. Sie sind der Schöpfer und sie schöpfen ständig. Wenn sie ihrem Verstand und damit dem Ego die Führung ihres Lebens überlassen, schafft sich der Verstand ein Ich-Leben, das ihnen gar nicht wirklich entspricht. Denn das Ich hat ganz andere Interessen, Absichten als Sie selbst. Damit es wirklich Ihr Leben wird, sollten Sie schon selbst die Führung Ihres Lebens übernehmen. Machen Sie sich einmal bewusst, während Sie so dekorativ herumsitzen, verursachen Sie ständig Schicksal. 24 Stunden am Tag senden Sie Ihr So-Sein aus und ziehen entsprechende Ereignisse in ihr Leben. Verursachen Gesundheit, Erfolg, Glück, Wohlstand oder eben nicht. Und das geschieht durch ihre energetische Signatur. Sie sind ein permanenter Sender und senden ständig Energie einer bestimmten Frequenz aus, ihre energetische Signatur.